Flatulenzen, besser bekannt als Blähungen oder altdeutsch Leibwinde, sind ein in den meisten Fällen sehr harmloses Symptom bei Tieren und Menschen. Diese entstehen, wenn sich zu viel Luft im Darm befindet, beziehungsweise wenn sich im Verdauungstrakt verstärkt Gase wie Methan, Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasserstoff und andere Gär- bzw. Faulgase bilden. Wie bereits erwähnt, sind Flatulenzen meist harmlos, jedoch ist Methan als Gas brennbar und verbrennt an der Luft mit bläulicher, nicht rußender Flamme und kann mit Sauerstoff oder Chlor sogar explosionsartig reagieren. Darum kann es auch sehr gefährlich sein, an Orten mit hoher Methankonzentration mit offenem Feuer zu hantieren, wie zum Beispiel in einem Kuhstall. Ebenso kann das leichtsinnige Experiment, einen Flatus bewusst zu entzünden, zu schweren Verbrennungen des Gesäßes führen. Die brennbare Eigenschaft wird im folgenden Versuch dargestellt. Methanschaum, Kuhfurz in kleine Seifenblasen gepackt. Ganz langsam kommen lassen. Schön lassen so, ja, schaut gut aus. Mehr vielleicht, ganz ein bisschen mehr. Ja, schaut gut aus. So. Schlangenbeschwörer, hein? Bisschen übergewichtig auf der Seite, ne? Zwerg mit Zipfel, mit Licht aus. Mit der Hochgeschwindigkeitskamera ist noch besser zu erkennen, wie beim Abbrennen des Methan-Seifengemisches immer wieder Methangaswolken entzündet werden, wodurch das Feuer erneut aufflammt. Bis am Schluss das gesamte Gas verbrannt ist und die Flamme letztendlich erlischt.